Ist es realistisch, dass Silber ein Kursziel von 100 US-Dollar erreichen kann? Oder gehören derartige Prognosen eher ins Reich der Spinnerei? Genau darüber möchte ich heute mit dir sprechen. Geht sofort los. Ich bin Sebastian Hell und hiermit löse ich ein Versprechen ein. Ich hatte ja in einem der letzten Videos angekündigt, dass ich bald wieder über Silber sprechen werde. Und das auch im Zusammenhang, weil es mich richtig freut, dass endlich mein Silberkurs auch fertig ist. Worum geht es darin? Ich habe die letzten Wochen des Lockdowns genutzt, um auf die ganzen Fragen, die mir auch so im Laufe der Zeit, seit das Projekt Hell investiert existiert, angetragen wurden, zugetragen wurden, einfach mal per Video zu antworten. Das heißt, ich habe hier einen richtigen Silberkurs aufgenommen, der jedem helfen soll, in Silber zu investieren und auch wirklich die wichtigsten Fragen, die man sich stellt, zu beantworten. Das heißt, welches Silber kauft man? Kauft man eher physisch oder kauft man über Fonds? Wenn man physisch kauft, kauft man eher Barren oder Münzen? Und wie geht man mit dem Problem der Milchflecken bei Münzen wiederum um? Also welche Techniken gibt es, die zu vermeiden? Wie findet man einen guten Händler und wie umgeht man natürlich Betrugsversuche? Wie läuft ein Kauf ab oder wie ist überhaupt ein anonymer Kauf bei Silber durchführbar? Genau Antworten auf diese Fragen, die liefere ich dir in diesem Kurs. Und wenn du dich jetzt fragst, was kostet das alles? Der Kurs kostet 39 Euro. Aber für begrenzte Zeit, und ich habe mir jetzt noch nicht einen Zeitrahmen überlegt, wann der Preis wieder erhöht wird. Aber für begrenzte Zeit kannst du dir den Kurs komplett kostenlos abholen. Ich blende es dir mal ein und ich verlinke es dir unten. Und da kannst du dich anmelden per E-Mail, dann bekommst du den Gutscheincode zugeschickt und kannst den Code dann auf dem Bestellformular eingeben und der Preis sinkt sofort auf null. Wie gesagt, es gibt jetzt kein definiertes Zeitfenster, wann der Kurs nicht mehr verfügbar sein wird. Deswegen schnell handeln, schnell reagieren. Und lass mir unbedingt auch gerne Feedback da, gerne auch per E-Mail, wie du den Kurs findest, was ich vielleicht noch verbessern könnte. Und das nehme ich natürlich dann auch sehr ernst und arbeite an zusätzlichen weiteren Videos. Das heißt, der Kurs wird immer mächtiger, immer größer werden im Laufe der Zeit. So, aber, und jetzt geht es ja natürlich auch darum, hat Silber das Potenzial, auf 100 US-Dollar zu steigen? Und da komme ich dann noch drauf. Wir möchten erstmal ja eher die fundamentale Lage beleuchten. Und da habe ich vor kurzem einen sehr, sehr guten Artikel gelesen von Jeff Clark. Ist jetzt in Deutschland nicht so bekannt. Jeff Clark gehört zu goldsilver.com oder vielleicht etwas bekannter Mike Maloney. Er ist ja in den USA mehr oder weniger im Edelmetallbereich ein Superstar. Und sein Chefanalyst Jeff Clark gibt von Zeit zu Zeit immer wieder sehr, sehr gute Analysen ab, wie es mit Silber weitergehen könnte. Und er hat einen sehr, sehr guten Eintrag geschrieben. Ich verlinke es dir mal unten zur Amtseinführung von Joe Biden. Und er hat ihn so tituliert, dass es weniger die Amtseinführung von Joe Biden werde als die von Silber. Wie kommt der gute Mann darauf? Joe Biden ist ja sehr, sagen wir mal, grüne Energien affin, wenn ich es mal so ausdrücken darf. Und das heißt, Joe Biden wird natürlich sehr, sehr viel in den nächsten Monaten und Jahren unternehmen in puncto Ausbau der alternativen Energien. Das heißt, die USA werden hier auch wahrscheinlich eine Vorreiterstellung früher oder später einnehmen. Und das bedeutet natürlich für Silber, dass die Nachfrage aus diesem Bereich deutlich ansteigen wird. Warum? Weil in vielen alternativen Energieformen einfach Silber mitverbaut wird und das erhöht natürlich die Nachfrage. Wenn du da ein Beispiel möchtest und ich gebe dir da mal ein paar Punkte weiter, zum Beispiel aus dem Bereich der elektrischen oder Elektrofahrzeuge oder auch der Hybridfahrzeuge. Da ist es so, dass der Silberverbrauch bei der Herstellung eines solchen Fahrzeugs etwa doppelt so hoch ist wie bei einem konventionellen Fahrzeug. Das heißt aber auch, dass konventionelle Fahrzeuge Silber benötigen, die elektrischen allerdings fast die doppelte Menge. Das ist also schon mal sehr spannend, weil natürlich auch unter Biden in den USA der Trend zum E-Fahrzeug deutlich weiter vorangetrieben wird als unter Trump. Dann will Biden auch noch die E-Ladestationen massiv ausbauen. Also die USA haben aktuell etwa 29.000 Ladestationen. Biden will sie auf 500.000 vervielfachen. Und auch da wird immer wieder Silber benötigt, Silber verbaut. Und natürlich, je mehr Ladestationen es gibt, desto höher ist die Nachfrage nach E-Autos, weil die Leute sehen, hey, jetzt kann ich endlich mal überall tanken, es geht relativ schnell, also kaufe ich mir ein E-Auto, das hier wieder deutlich mehr Silber verbraucht. Was gibt es noch? Silber wird natürlich auch in alternativen Energieformen mit eingesetzt, das heißt im Solarbereich, was in den USA auch deutlich gefördert werden soll, bei Windkraftanlagen bis hin aber auch zur Kernenergie, also auch dort wird Silber verbaut.
Und das betrifft jetzt allerdings nicht nur die USA, sondern wir sehen ja natürlich einen globalen Trend hin zu alternativen Energieformen, aber auch zur Kernenergie, das heißt auch in Indien, in China, aber gerade auch was grüne Energien angeht in Europa, ist die Nachfrage hoch und auch politisch wird das natürlich gefördert und auch bald flankiert sicherlich von der EZB, die ja auch im Rahmen ihrer Strategieanpassung momentan nachdenkt, ob man Unternehmen, die jetzt ESG-konform sind oder besonders grün sind, irgendwie bevorzugt. Also dieser Trend der grünen Energien, der alternativen Energieformen hier, der ist gekommen, um zu bleiben. Der wird so schnell auch nicht verschwinden, weil er einfach politisch gewollt ist und auch von einem ganz großen Kapital, beispielsweise BlackRock hat sich auch vor kurzem erst dazu geäußert, flankiert wird. Welche Gründe gibt es aber noch, die für Silber sprechen? Und Jeffrey Clark spricht dann auch noch davon, dass er auch als großen Preistreiber bei Silber natürlich die Inflation sieht. Und da geht er jetzt am Beispiel der USA ganz konkret darauf ein, dass ja hier ein 1,9 Billionen Dollar großes Hilfsprogramm geschnürt werden soll, auch mit direkten Zahlungen an die Amerikaner. Also es wird wieder diese Stimulus-Checks geben, also dass Schecks den Haushalten direkt zugestellt werden. Dieses Geld wird momentan zwar gespart, also die Sparquote in den USA ist extrem hoch. Dieses wird allerdings natürlich dann auch ausgegeben werden in dem Moment, wo einfach das Vertrauen wieder da ist in die Wirtschaft. Und dieses ganze Geld, geht Jeffrey Clark dann davon aus, dass es einfach dann zu einer steigenden Inflation führt. Das ist ja im Übrigen auch eine Meinung, die ich vertrete und in diversen Videos schon gesagt habe. Und Inflation ist natürlich wieder gut für Edelmetalle und wird Silber dann einfach mit nach oben ziehen. Kommen wir jetzt aber mal dazu, und da nennt Jeffrey Clark kein Kursziel, wo könnte Silber sich denn hinbewegen? Habe ich natürlich mal ein bisschen recherchiert für dich und da haben wir eine Analyse der Bank of America. Die Bank of America hat letztes Jahr im Spätsommer, müsste es gewesen sein, gesagt, dass sie für dieses Jahr, also 2021, ein Kursziel von 35 Dollar erwarten. Mittelfristig, das heißt auf Sicht mehrerer Jahre, rechnet man sogar mit 50 US-Dollar, also einer Verdopplung vom aktuellen Niveau aus. Robert Kiyosaki, er ist der Autor von Rich Dad Poor Dad, also in den USA auch extrem bekannt. Ich würde fast sagen, mittlerweile kennt man ihn weltweit. Und er hat sich vor kurzem auf Twitter geäußert und er hat mehr oder weniger geschrieben, dass wer den Bitcoin-Anstieg verpasst hat, der sollte sich überlegen, in Silber zu investieren, weil er hier die nächste Rakete sieht. Und auch Jim Rogers, im letzten Video hatte ich ja darüber gesprochen, ist auch ebenfalls sehr positiv Silber gegenüber eingestellt, weil es einfach immer noch fast 100% von seinem Allzeithoch entfernt ist. Jetzt mal da ein paar Kursziele, aber passt natürlich noch nicht ganz zum Titel. Ich hatte ja gesagt, ist es realistisch, dass Silber auf 100 US-Dollar ansteigen könnte? Und da muss ich sagen, ich selbst tue mich immer sehr schwer mit Kurszielen, weil ein Kursziel ist zwar schnell gesagt, aber wenn es dann hinterher halt nicht aufgeht, steht man auch irgendwie mehr oder weniger wie der Depp da. Und ich betone ja auch immer wieder, dass eben niemand weiß, was an der Börse kommen könnte. Aber trotzdem mache ich mir natürlich auch immer wieder für mich Gedanken darüber, in welche Richtung etwas laufen könnte. Und ich bin bei Edelmetallen natürlich ganz klar positiv eingestellt. Ich muss ja auch sagen, meine Meinung ist, ich selbst kann mir einen Silberpreis von 100 Dollar wirklich durchaus vorstellen. Das ist vom aktuellen Niveau etwa eine Vervierfachung. Und das kann ich mir deswegen auch vorstellen, weil, wie gesagt, aufgrund der vorhergehenden Analyse die Aussichten für Silber sehr positiv sind. Wir haben also einen immensen Nachfrageboom aus verschiedensten Bereichen, gerade aus den grünen Energieformen heraus. Aber es ist auch so, dass, wenn du die Vervierfachung jetzt nimmst, das mag erstmal groß aussehen, aber als ich zum ersten Mal Silber gekauft habe, das war im Jahr 2005 und Silber stand damals zwischen 5 und 6 Euro pro Unze. Da habe ich so meine ersten Käufe getätigt, habe seitdem auch immer wieder Silber dazu gekauft, aber wenn ich jetzt meine ersten Käufe mit heute vergleiche, dann haben die sich auch im Wert bereits vervierfacht. Und das kann ich mir wirklich nochmal vorstellen, muss aber sagen, es ist natürlich zeitlich schwierig abzusehen. Also bevor du jetzt losrennst und sagst, okay, du kaufst Silber in der Erwartung, dass es schnell auf 100 Dollar geht, da muss ich dich enttäuschen. Also bei Silber ist es so, Silber kann wirklich ganz schnell nach oben gehen, Silber kann sich aber auch schnell halbieren. Und Silber, wenn du dir den Kursverlauf der letzten Jahre, der letzten 15 Jahre ansiehst, wo es jetzt also gedauert hat, dass sich mein Erstinvestment bis heute vervierfacht hat, da sind auch einige Durststrecken dabei. Also wir hatten Preise schon von fast 50 Dollar, wir hatten deutliche Einbrüche und wir hatten dann wirklich Seitwärtsbewegungen, die viele, viele, viele zermürbt haben. Und da musst du wirklich sagen, Silber ist eher für die langfristige Anlage, es ist eher wirklich auch zur Absicherung mit dabei. Es ist auch dafür dabei, dass du sagst, du spekulierst auf eine positive Entwicklung der Weltwirtschaft.
Aber es ist nicht dafür da, dass man sagt, okay, in den nächsten 1, 2, 3 Monaten wird Silber jetzt als Rakete durchstarten. Da wirklich einen langen Zeithorizont mitbringen und auch wirklich eher auf 10 Jahre planen als auf nur 3. Und abschließend, jetzt komme ich auch gleich zum Ende, Silber stand in der Vergangenheit, wenn man es mal inflationsadjustiert betrachtet, schon sogar bei über 100 Dollar. Also wir hatten ja 1980 diesen immensen Anstieg bei Silber auf etwa 50 US-Dollar. Wenn du den umrechnest, also an die Inflationsraten umgerechnet, dann würde das in heutigem Geld etwa 100 bis 125 US-Dollar pro Unze entsprechen. Das heißt, dieses Kursziel von 100 Dollar ist jetzt nicht so komplett aus der Luft gegriffen, sondern diese Werte wurden, wie gesagt, inflationsadjustiert schon erreicht. So. Dann war es das jetzt für dieses Video. Nochmal der Aufruf vom Anfang, hol dir den Silberkurs. Wie gesagt, für begrenzte Zeit musst du keine 39 Euro bezahlen. Ihn gibt es komplett kostenlos. Also deswegen schnell reagieren, unten auf den Link klicken und gib mir gerne Feedback. So, dann war es das jetzt für dieses Video und du siehst mich wieder im nächsten.